Oh, okay. Hier würde ich HP verlieren. Selbe Rüstung, selbe Resistenz. Da ist Tempo drauf, was ich ja wahrscheinlich nicht brauche. Crit ist ein bisschen weniger. Also meine Schultern kann ich noch behalten. Noch was anderes. Die habe ich mir letztens gemacht, ne? Ja. Da könnte ich höchstens noch zum Rüstungstypen gehen. Okay, also der hat die Waffe nehme ich schon mal nicht an. Dann nehme ich über die, die ich craften kann. Wo ist denn der Rüstungsfritze? Der ist da hinten. Voll weit weg. Na gut. Dann kaufen wir halt keine Waffen, ne? Huch. Jetzt war ich gerade in dem anderen Haus drin. Boah, ey, das ist so kompliziert mit den Wänden. So. Dann haben wir. Was haben wir denn hier? Plus 14 brauche ich, ne? Hier. Nein, das ist für einen Krieger. Das ist für einen Ranger. Und da gibt es nur 17. Und 20. Ab wann hat er denn wieder Rüstung für mich? 20, 24. Ja, toll. Da kann ich auch craften. C. Ich kann ja mal nach Rezepten gleich noch gucken. Rüstung. Plus 14, da hätten wir die hier. Ach, das habe ich ja gerade schon geguckt, ne? Craften kann ich ja nicht. Aber ich kann mal nach Rezepten gucken. Rezepte verkauft der Gemischtwarenhändler. Wenn ich den Eingang finde, kann ich euch auch das mal zeigen. Hier ist der Eingang. Hallo. Frau Gemischtwarenhändlerin. Ach, die haben wir hier Cotton Candy. Könnte ich eigentlich mal ausprobieren, aber mache ich jetzt nicht. So, plus 14. Was haben wir denn hier? Ah, grün ist scheiße. Weil da braucht man diese Edelsteine für. Aber der hat auch gar nichts. Eine Iron Axe. Ein Schild. Silk Gloves. Und Iron Chest. Also das ist nur für einen Krieger und für einen Magier. Silk ist für Magier. Ja. Hier haben wir eine Faustwaffe, die ich nicht benutze. Silk Boots, Lion Chest. Silk Shoulder. Wood Staff. Gold Bracelet. Wood Staff. Iron Sword. Alter, hier gibt's gar nichts zu den Schurken. Iron Dagger, Balanced Wood Boomerang, Silk Shoulder. Hier ist, nee, habe ich mich verlesen? Common Wood Staff. Hier Cotton Chest bei plus 75, Alter. Das dauert ja noch Jahre. Ich habe schon 50 Eisen. Ich habe sogar 52, was normalerweise gar nicht geht. So. Okay, dann gehen wir craften. Dann haben wir auch gleich weniger Eisen, haben wir wieder Platz für Eisen. Die Schwerter sind ja meistens relativ teuer zu craften. Und dann versuche ich mal da diese Unholy Spirit drauf zu machen, alle beide. Hoffentlich geht das. Das wäre geil. Und dann kann ich das Schwert schon ein paar Level behalten erstmal. So. Das ist die Iron Longsword. Hat 16 Eisen gekostet. Haben wir jetzt im Inventar drin. Zack. Und dann können wir mal versuchen, das zu personalisieren. Jo, kann man. Also einen kann ich. Diesen plus 5 kann ich rauf machen. Machen wir auch gleich mal. Wo machen wir den hin? Das kann ich jetzt schön drehen. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Nee, ne? Ich klopfe den einfach mal hier oben ran. Zack. Jetzt könnte ich noch Eisen da reinbuttern. Upgrades 1 von 32. Ja, jetzt müsste ich mal wissen, was hat sich jetzt verändert? Damage 5,3. HP 8,9. Jetzt mache ich mal noch ein Eisending hier ran. Ah, HP 9. Okay, jetzt hat sich die HP erhöht. Voll cool. Man sollte natürlich nicht allzu viel reinmachen, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl an Upgrades.
Und wenn man noch ein paar Spirits findet, wäre das natürlich Verschwendung. Aber den plus 1 Spirit kann ich jetzt quasi gar nicht mehr brauchen, ne? Ja, den kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen dafür. Ist ja blöd. Was habe ich hier noch? Saphir Nugget? Emerald? Okay, dann werden wir jetzt nochmal das restliche Eisen schmelzen. Wenn es geht. Okay, geht schon mal nicht mehr. Hat sich schon erledigt. Ich mache mir mal eine Zigarette an währenddessen. Alter, brockt es oft. Oh, da ist gerade Geld runtergefallen. Ja, hier liegt Geld auf meinem Tisch. Kleingeld. So, Silber und Gold hatte ich aber auch noch gefunden, ne? Das kann ich auch mal verarbeiten. Ja, jetzt habe ich so viel Stuff. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Aber ich kann zum Beispiel mal die Spinnennetze und das Holz und so verkaufen, weil das brauche ich auf jeden Fall nicht. Ach, Cotton kann ich auch noch verarbeiten. Oder habe ich schon genug Cotton? B. Ich habe. Ah, ne, Leinjahr. Leinjahren habe ich sogar. Ach ja, die habe ich ja aus der Höhle, ne? Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Und das hier. Das brauche ich. Das brauche ich auch. Das brauche ich wahrscheinlich auch noch. Das verkaufe ich. Warte mal hier. Das behalte ich mal noch. Das hier behalte ich auf jeden Fall auch. 50 Eisen, Gold. Mal ein bisschen sortieren hier. Ich habe jetzt 4 Emerald und 2 Saphir. Und das hier kann ich noch verarbeiten. Alles klar. Wo ist der Schneider? Da hinten. Ja, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber es gehört alles dazu, Leute. Das wird mit aufgenommen. Ich mache eigentlich nie was offscreen, außer bei Diablo vielleicht, wenn ich was ins Auktionshaus stelle. Aber der Rest wird alles aufgenommen, auch wenn es langweilig ist. Das tut mir zwar sehr leid für euch dann. Aber es gehört zum Spiel und das wird natürlich mitgemacht. Ich habe auch keinen Bock darauf, wie bei Minecraft Together jetzt, das ist ja eine Ausnahme, dass ich da irgendwann mal Cube World starte und ich bin auf einmal Level 50 und im letzten Part war ich Level 20. Das will ich nicht. So, jetzt werde ich noch ein paar Glasflaschen kaufen und die Sachen verkaufen, die ich noch habe. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder los. Trade District ist da hinten. Ah ja, siehst du, jetzt kann ich auch mal gucken, wie mein Rating jetzt gerade ist. Okay, Weapons-Rating ist jetzt 100%. Weil ich habe jetzt die beste Waffe, die ich tragen kann. Sieht doch relativ cool aus, ne, die Waffe. Nice. Da hinten ist der Händler. Der Gemischtwarenhändler. Ich kann natürlich auch in den Schwert zu dem Waffenhändler gehen, aber ist jetzt egal. Ich gehe lieber immer hier hin. Achso, ich erinnere euch, ich muss ja hier hin. Ich wollte ja Glasflaschen kaufen. Achso. Davon habe ich ja mehr Zeugs. Also das meiste Zeug bringt jetzt ein Kupfer. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Spirit gebracht hat. Kann ich das hier noch sehen? Nee. Dafür ist es schon zu spät. So, jetzt Glasflaschen kaufen. Dann gehen wir mal kurz zum Brunnen und gucken, ob das funktioniert. Zum Glück kann man so schnell klicken, ey. Wenn es jetzt immer so lange dauern würde, wäre es richtig ätzend. So, wo waren jetzt ein Brunnen? Jetzt finde ich natürlich keinen, ne? Das ist ja sowas von typisch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Gleich mal gucken. Mann, ey, wo ist jetzt ein Brunnen? Ich wollte das mal mit dem Brunnen ausprobieren. Das ist doch voll blöde. Brunnen, wo bist du? Pilz noch mitnehmen. Ah, das ist ein Herz. Ist hier kein Brunnen oder was? Wollt ihr mich etwa verarschen? Da ist einer. Gehen wir da gleich mal hin. Ist es ein Gegner? Jo, was macht denn der Elf hier? Verpiss dich, Elf! Also, ich wurde jetzt, glaube ich, nicht geheilt, als ich gekämpft habe. Keine Ahnung. Vielleicht dauert es länger. Ich habe R gedrückt, Leute. Ich habe schon wieder R gedrückt.
Geht aber nicht. Dann muss ich nur C drücken. Und mal versuchen, Wasserflaschen herzustellen. Requires water. Achso, ich kann in den Brunnen reingehen. Ah, okay. C? Ah, okay. Es funktioniert. Man muss einfach nur in den Brunnen reinspringen. Dann geht das. Ich dachte, man kann sich so da vorstellen. So, 10 Stück reichen jetzt erstmal. Ich möchte mal wieder ein bisschen Action haben, ne? So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt zu dem Weißen da. Guck mal, das habe ich schon alles gemacht hier. Warum sind da keine Schwerter? Ich glaube, die Ruinen sind markiert von dem, von irgendeinem aus der Stadt. Ich habe jetzt noch ein paar Schwerter hier auf der Karte. Aber da muss ich wieder durch so ein komisches Gebiet durch. Finde ich jetzt nicht so schnieke. Vor allem muss ich auch nochmal quer durch die ganze Stadt durch, aber da kann ich ja geradeaus durchlaufen. Jetzt wäre das Gleiten schon nicht schlecht, ne? Dann würde ich mich erstmal auf so ein Haus stellen und ein bisschen über die Stadt gleiten. Aber haben wir ja fast schon erreicht, das Ziel. Okay, alles klar, dann machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Boss. Dauert jetzt eine Weile dahin zu kommen erstmal. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, ist das ganz schön weit weg, ne? Aber es geht ja hier in dem Spiel auch eigentlich ums Erkunden, ums Bosse finden, ums Gegner töten und leveln. Es zieht sich halt ein bisschen, ne? Weil es ja keine anderen Aufgaben leider gibt. Es kann passieren, dass in der Stadt. Ach, guck mal, es ist schon 16 Uhr. Ich könnte mal in den Inn gehen. Haben wir jetzt hier einen Inn noch in der Nähe? Oder bin ich jetzt schon wieder zu weit gelaufen? Können wir nämlich gleich mal wieder Tag machen, vorsichtshalber, weil es schon 16 Uhr ist. Jetzt ist hier natürlich bestimmt kein Inn mehr. Doch, da ist eins. Oh, zum Glück. Schnell mal den Qua Typ anquatschen. Es kann passieren, wenn man den Typ anredet und es ist wieder Tag, dann gibt es eine Aufgabe in der Stadt. Das hatte ich schon mal. Da sollte ich Slimes killen. Slimes killen. Aber ich habe keine gefunden in der Stadt. Also irgendwie komisch. Entweder habe ich die nur nicht gefunden, weil die nur an einem bestimmten Fleck sind, oder es war verbuggt. Auf jeden Fall stand die Aufgabe ganz schön lange da, dass ich die Slimes killen muss. Da sind Wölfe. Oh, die sind orange. Die kann ich jetzt mal schon versuchen. Aber ein roter ist noch dabei. Okay. Das geht relativ fix. Aber ich werde irgendwie nicht geheilt von dem Spirit. Also macht das Spirit irgendwas anderes. Ja klar, den roten killen wir auch, ist doch klar. Also der zieht mir jetzt schon viel ab. Aber da, doch, da kommt ab und zu was Grünes. Aber was heißt das? Ich hätte nicht aufgepasst, ob ich geheilt wurde. Könnt ihr mir ja dann mal sagen, oder sehe ich ja dann im Video. Ich greife jetzt nochmal den Terrier an. Das passiert anscheinend auch nicht immer. Diese grünen Splitter kommen nur ab und zu mal raus, aber ich habe jetzt keine grünen Zahlen bei mir gesehen. Ich weiß es nicht, Leute. Ach Mann, warum dauert es denn manchmal so lange mit der Karte? Also ich meine, ich hätte gelesen, dass, ach, plus 17, okay. Ich habe erst plus 14. Dass dieser Spirit halt, heilt. Habt ihr es gerade gesehen? Das ganze Bild wurde irgendwie hell. Ah, oh, scheiße, da müsste ich jetzt anstürmen können. Kurz warten, bis es wieder frei ist. Ich glaube, wenn ich skille, dann geht. Ah, jetzt kann ich. Ah, scheiße, nur zwei erwischt. Guck mal. Das Bild wird immer grün. Seht ihr das? Es leuchtet voll. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich muss nochmal lesen, ob das wirklich heilen ist. Oder ihr schreibt es mir am besten mal in die Kommentare, weil ihr wisst das auf jeden Fall. Ihr kennt euch doch aus, Leute. Kommt. Mir könnt ihr doch nichts vormachen. Ist meine Katze wieder da? Ja. Achso, ich wollte der Katze auch einen Namen geben, ne? Enter. Slash Name Pet Katze.
Oh, das war kein Slash. Ich habe schon wieder Caps Lock offen. Name, Pet, Katze. So, jetzt heißt sie Katze. Was ist denn das für einer? Was ist das denn für einer? Komm mal her! Spee-Man? Ach, Lizard-Man. Der heißt Spee-Man. So, kann ich jetzt was kochen? Nein. Eher nicht so. Snowberries habe ich leider nicht, weil ich glaube, die gibt es im Schneegebiet, wie der Name vielleicht schon sagt. Muss ich hier in diesem Gebiet jetzt, was jetzt gleich kommt, auch noch einen Boss killen? Weil das können wir dann gleich in Angriff nehmen. Ich wollte auch mal was essen. Sicher ist sicher. Oh, mein Rücken tut mir schon wieder so ein bisschen weh. Aber das ist schon mal nice, dass ich frei habe. Das gefällt mir. Heißt, ich kann zocken. Ist da ein Wolf? Da ist Cotton. Ja, oh, da sind Wölfe. Gleich mal ran da. An die Wichser. Orange, orange. Nice. Aber das sieht man voll. Das gibt auf jeden Fall helles Licht. Oder ist es meine Lampe? Ich drück mal F. Jetzt ist die Lampe weg. Aber das helle Licht kommt immer noch. Aber ich sehe jetzt keinen Effekt. Also ich kann es euch leider nicht sagen, Leute. Maulwürfe. Die schnappen wir uns. Ich muss gleich mal ausprobieren, wenn da so einer überlebt, ob der irgendeins von meinem Futter mag. Popcorn? Magst du Popcorn? Nein. Magst du Softeis? Auch nicht. Na denn nicht. Achso, dann wollte ich dich ja killen. Wenn du nicht mein Essen willst, dann muss ich dich töten. Habe ich so schön für dich gefunden. Hier ist eine Katze. Goblin, nee, der ist lieb. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da wollte ich hin. Da wollte ich doch hin. Auf die Mountains. Erstmal. Weil ich nicht weiß, ob ich da schon den Boss gekillt habe. Ich glaube, ich habe hier generell erst ein oder zwei Bosse gekillt, ne? Ah, guck mal, die Beetles sind schon weiß. Das heißt, sie sollten gar kein Problem sein eigentlich. Fickt euch. Tja, ich glaube, die, keine Ahnung, was das Licht bedeutet. Aber jetzt kann ich mal in meine Höhle gehen. Da gibt es bestimmt richtig geiles Licht, wenn ich eine Fledermaus kille. Zack, da ist er schon tot. Guck mal, wie hell das ist, Alter. F. Ist hier was? Alter, ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Kann mich da nicht durchrollen, leider. Dafür bin ich zu groß. Da hätte ich mir einen Goblin machen müssen. Die sind voll klein. Also die sind nur ein Block groß, die Goblins. Habe ich gelesen. Okay, hier ist eine Sackgasse. Also hier wird es noch weitergehen, aber ich habe keine Bomben jetzt mit. Warum ruckelt denn das jetzt gerade so? Ah, jetzt hat es aufgehört. Ach, guck mal da. Leuchtet das dann grün? Oder sieht das nur so aus? Ne, das ist Wiese. Ach, scheißegal, komm. Ich habe eh genug Eisen. Ich kann eh kein Eisen mehr machen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier zufällig Gold oder so finde. So. Wir haben nichts gedroppt. Die Schweine. Bis jetzt kommt auch noch nichts, dass ich den Wuhler besiegen soll. Also war ich hier wahrscheinlich schon und habe den Wuhler besiegt. Die Gegner sind alle weiß. Geben die überhaupt noch XP? Ich weiß, habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Kann ich ja mal gucken bei den Bark Beetles. Alter, wie viele Gegner hier sind. Ja, die geben einen XP. Immerhin, ein XP ist besser als nichts.
platt. Der hat was gedroppt. Für den Mage und für Schurke Level 1. Bringt mir nicht so viel. Es ruckelt immer noch so ein bisschen. Ich verstehe gar nicht, warum. Warum ruckelt es jetzt so? Seht ihr? Der ruckelt. Volle Kanne. Kann sein, dass mein Video hochladen fertig ist und... Keine Ahnung. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, warum sollte denn jetzt deswegen ruckeln? Wenn es beim Hochladen schon nicht ruckelt. Ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen. Dann mal gucken, was Martin wollte. Der will bestimmt wieder Portal spielen. Boah, ich müsste mal langsam ins Bettchen gehen, ey, eigentlich. Aber ist egal, ich habe heute frei, da brauche ich nicht so schnell ins Bett. Kann ich auch später noch ins Bett gehen. Also der Wooler hier ist anscheinend schon besiegt. Ich bin ja ganz offensichtlich in dem Gebiet jetzt. Gehen wir einfach mal weiter. Aber er druckelt jetzt so krass, dass ich gleich mal die Aufnahme beenden muss. Mal gucken muss. Und dann nehme ich dann heute Nachmittag nochmal auf, weiter. Ist schon ein bisschen nervig. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Einfach weiter geradeaus. Aber das ist ja auch kein Schwert, ne? Aber war ich da denn schon? Aufgedeckt ist es jedenfalls nicht. Aber das ist schon mal passiert, dass es durch das Rendern nicht aufgedeckt war. Keine Ahnung, du. Kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Die Hexe holen wir uns. Fick dich, Hexe. Hör auf zu trinken! Blöde Fotze, ey. Etwas für einen Mage gedroppt. Und ich würde mal sagen, ich bleibe jetzt mal hier stehen, beende die Aufnahme. Komischerweise ruckelt es jetzt auch gar nicht mehr. Oder? Ne, hat aufgehört. Egal, ich beende jetzt mal die Aufnahme, guck mal, was Martin wollte und wir sehen uns dann später oder morgen oder vielleicht nehme ich auch später, ganz später auf, keine Ahnung. Und deswegen sage ich wie immer, bis bald, ciao!